wo hat man überhaupt den Plan für heute? Jetzt kommt eine Rede. Von wem? Von mir. Wie ist dein Name? Moritz. Von Moritz. Applaus für Moritz. Ja. Hast du das hier? Ich sag doch Bescheid. Ja, ich habe eine Rede vorbereitet, in der es um diese ganze Überwachungsgeschichte geht, also das, was die NSA so macht. Und ich will hier jetzt erstmal nur ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie überwacht werden kann. Und da sage ich nur, ich stelle jetzt nur hier nur ein paar Möglichkeiten vor. Es gibt noch viel mehr. Und dann präsentiere ich auch ein paar Lösungen, wie man die Überwachung erschweren kann. Gut, ich fange mal an. Also, es gibt mehrere Überwachungsmöglichkeiten. Das, was die NSA zum Beispiel macht, das ist an Internetknotenpunkten die sogenannten Metadaten abzugreifen. Metadaten bedeutet, das sind die Daten, die erfassen, wer mit wem wie lange kommuniziert hat. Und das ist, kommt ja schon mal einiges zusammen. Also da zum Beispiel, das sind dann zum Beispiel so Sachen dabei, wer wann welche Webseite aufruft oder wer wann welche Telefonnummer gewählt hat. Ist ja schon gut, was kann man ja schon gut einiges an Daten rausfinden. Ja, bei bei Handys und Smartphones gibt es noch eine andere Möglichkeit, mit der man die Standortdaten rausbekommt. Das ist die sogenannte stille SMS. Das funktioniert so, das ist eine SMS, die man am Handy nicht angezeigt bekommt, und das Handy antwortet aber auf diese SMS an die Basisstation. Daher weiß man, in welcher Funkzelle das Handy eingebucht ist, und kriegt dann, je nachdem wie dicht die Funkzellen sind, schön genaue Standortdaten. Freut sich jeder, der überwacht, weil da weiß man ja ganz genau, wo die Leute dann sind. Gibt es halt noch die Möglichkeit, in Webseiten Hintertüren einzubauen, zum Beispiel beim E-Mail-Dienst oder zum Beispiel auch bei Facebook. Und da kann man dann natürlich alles Mögliche, was auf der Webseite von einem gespeichert ist, dann schön analysieren bzw. lesen. Weil es ist so, dass nämlich die Sachen oft, also die ganzen Nachrichten vor allen Dingen, die sind oftmals noch unverschlüsselt auf Webseiten, übermittelt, und also auch E-Mails und so, das ist oftmals noch unverschlüsselt, also es kann jeder mitlesen, ist wie eine Postkarte. Und da macht man es den Überwachern schon ziemlich leicht. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich Hintertüren in Software, und zwar in sogenannter unfreier Software. Das ist Software, wo man nicht weiß, wie die Software intern funktioniert, also wo der Quellcode nicht öffentlich ist. Da kann dann keiner nachprüfen, wie die Software intern funktioniert. Und da ist dann die Frage, kann man dem Hersteller vertrauen und allem Möglichen? Also da ist es problematisch. Und nur mal so als Beispiel für unfreie Software. Die Betriebssysteme Windows, macOS und iOS sind unfreie Software. Man weiß nicht, wie die intern funktionieren. Man weiß nicht, ob da extra Sicherheitslücken eingebaut sind oder extra Hintertüren drin sind. Weil wenn die Hintertüren eingebaut haben, die Hersteller dürfen das auch nicht sagen. Microsoft sagt zwar, die hätten keine Sicherheitslücken, die hätten keine Hintertüren für die NSA eingebaut, aber selbst wenn, sie dürften das nicht sagen. Das ist, Also da haben wir noch das Problem mit unfreier Software. Das Gegenteil davon ist freie Software, da ist der Quellcode öffentlich, jeder kann sehen, jeder kann da sehen, wie die Software intern funktioniert, und dann auch nachgucken, ob da Hintertüren eingebaut sind. Also so, dass das praktisch nicht vorkommt. Gut, ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten hier vorgestellt, die man überwachen kann. Jetzt ist nur die Frage, muss man sich dafür Sorgen machen? Muss man sich deswegen Sorgen machen? Ich meine, viele sagen ja auch, sie haben nichts zu verbergen. Also ich finde, man muss sich Sorgen machen. Und ich habe mir mal zwei Beispiele ausgedacht, mit diesen Überwachungsmöglichkeiten, die ich ja aufgezählt habe, den Leuten schon schaden kann. Okay, das erste Beispiel, das handelt von einem gewissen Herr M. und einer Frau K. Herr M. ist verheiratet. Es wird noch relevant im Laufe dieses Beispiels. Jetzt weiß man Folgendes. Anhand von Metadaten hat man herausgefunden, dass Herr M. nach erotischen Bekanntschaften sucht. Also er hat entsprechende Webseiten besucht.
So. Dann ist es so, dass man über die Hintertür einer Webseite rausgefunden hat, dass er mit einer gewissen Frau K. am letzten Freitagnachmittag gechattet hat. Vorher gab es keine Kommunikation zwischen den beiden. Und dann hat man am Freitagabend rausgefunden, anhand von stillen SMS, dass die beiden sich auf dem Parkplatz getroffen haben. Also die Standarddaten haben verraten, dass die beiden Handys ziemlich dicht beieinander sind. Das war so. Eigentlich war da eine Demo in der Nähe und man wollte eigentlich nur die Demo-Teilnehmer erfassen, aber man hat als Kollateralschäden dann auch noch Herr M. und Frau K. erfasst. Ja, kümmert die Geheimdienste nicht, beziehungsweise die überwachen, die haben davon sogar noch einen Vorteil, weil die haben nämlich über eine Hintertür im Smartphone von Herr M. haben sie nämlich dann auch geguckt, was der jetzt gerade so Schönes da macht. Ja, haben sie nämlich dann Fotos gemacht und auch Sprachaufzeichnungen gemacht, also Sprachaufzeichnungen in Anführungszeichen. Und diese Sachen sind jetzt bei den Überwachern gespeichert, ja. Dem Herr M. ist das sicherlich nicht recht, weil der würde ja seinen Seitensprung gern für sich behalten, aber die Überwacher haben halt eben diese Informationen schon, also die Fotos und alles Mögliche. Jetzt ist das Problem, jetzt ist er erpressbar geworden, weil wenn er nämlich den Überwachern unangenehm wird oder von den Überwachern gebraucht wird. Es kann ja sein, dass im Umkreis vom Herrn M. Jemand ist, den die Überwacher gern überwachen möchten. Dann können sie den Herrn M. ja schön erpressen. So von wegen, pass mal auf, du machst jetzt, was wir machen. Oder die Bilder gehen an deine Frau und zack, schon ist er schön erpressbar. Und er kann es sich dann aussuchen, je nachdem, da hat er ein Problem. So. Gut, das wäre also soweit zum ersten Beispiel. Das zweite Beispiel, das wäre der sogenannte Herr F. Der macht Folgendes. Der hält sich häufig an einer Fracking-Bohrstelle auf. Das weiß man halt eben dadurch, dass man per stille SMS hat man das rausgefunden. Und, und alles, was so im Umkreis der Fracking-Bohrstelle passiert, wird sowieso aus Sicherheitsgründen überwacht. Und deswegen hat man auch herausgefunden, aha, das Handy vom RF hält sich häufig an der Fracking-Bohrstelle auf und dann, ja, weiß man halt eben, Herr F. ist häufig da. Und dann schaut man eben natürlich nach, was macht denn der sonst noch so? Und benutzt dann eine Hintertür in dem seinen Router, also Hintertür in unfreier Software, und halt eben auch Daten von einem Internetknotenpunkt, um dann zu gucken, was der so im Internet macht, der Herr F. Und da hat man rausgefunden, der besucht fast täglich Webseiten von Fracking-Kritikern, ist dann auch auf der Suche nach billigen Tankstellen in seiner Umgebung, dann sucht er nach Informationen zum sicheren Umgang mit Kanistern und man hat dann noch rausgefunden, dass er kürzlich halt eben eine Webseite besucht hat, wo es um Terroranschläge geht. Hört sich ja jetzt erstmal ein bisschen verdächtig an. Der ist ein Fracking-Kritiker, geht häufig an der Bohrstelle vorbei, informiert sich, wie er mit Kanistern umgeht und will wohl irgendwie was da sich holen. Ich meine, das hört sich jetzt in der Hinsicht verdächtig an, der könnte ja hingehen, das Gelände von der Bohrstelle ausspionieren und was weiß ich, ein paar, vielleicht das Benzin auch dafür benutzen, für Molotow-Cocktails da drauf zu werfen. Also der Verdacht ist ja da. Anhand der Überwachungsdaten könnte man das ja so schlussfolgern. Aber stimmt das Ganze überhaupt? Stimmt natürlich nicht. Also der Herr F., der ist zwar gegen Fracking, aber der will nicht gewalttätig werden. Der überlegt sich halt ein Benzinrasenmäher anzuschaffen, will halt eben erstmal wissen, wie man mit Benzinkanistern umgeht. So. Aber habt ihr jetzt hier was gemerkt? Ich habe nämlich jetzt hier erstmal einen Verdacht aufgestellt. Ein Verdacht, der alleine anhand von den Überwachungsdaten konstruiert werden kann. Und dann musste ich diesen Verdacht erstmal entkräftigen. Was hier passiert ist, ist Beweislastumkehr. Weil aus den Überwachungsdaten selbst lässt sich erstmal viel Verdächtiges konstruieren. Und das muss dann entkräftigt werden. Und dieses Prinzip, das nennt man schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Das ist sehr problematisch. Und bei der Überwachung, da wird davon ausgegangen, dass jemand schuldig ist, bis die Unschuld bewiesen ist. Also das bedeutet, mit den ganzen Sachen, wo jetzt hier die Leute überwacht werden, also ja, sei es per Handy oder sonst irgendwie mit den Metadaten, das bedeutet,
es wird davon ausgegangen, dass jemand schuldig ist, bis die Unschuld bewiesen ist. Und das ist ein sehr problematisches Konzept. Das ist sehr problematisch. Und die Überwachung selbst bietet noch weitere Probleme. Stellt euch mal vor, wir hätten eine faschistische Regierung. Also eine Regierung, die schlimmer ist als die jetzige Regierung. Es geht noch schlimmer. Weil so eine faschistische Regierung, die könnte nämlich anhand von gesammelten Daten aus der Überwachung dann Regimekritiker einfach identifizieren und die in Gruppen einteilen wie ungefährlich, gefährlich oder sonst irgendwie. Also da ist schon Missbrauchspotenzial dabei. Und es gab auch schon den Fall, wo so eine anlasslose Datensammlung, also so eine Art Vorratsdatenspeicherung, schon Menschenleben gekostet hat. Nämlich im Zusammenhang mit diesen sogenannten rosa Listen. Das waren Listen, die wurden im Kaiserreich und in der Weimarer Zeit gesammelt. Und da wurden vermeintlich Homosexuelle eingetragen. Über diese Listen waren wir im Dritten Reich sehr dankbar, weil da konnte man die homosexuellen Leute, also die angeblich homosexuellen Leute, dann schön ins Konzentrationslager einfärchen und da dann qualvoll verenden lassen. Oder besser gesagt qualvoll umbringen. Ja. Und es wird ja auch immer gesagt, von wegen, es wird überwacht, um Terroristen zu finden oder um Banden ausfindig zu machen. Stimmt alles gar nicht. Der wahre Grund für die Überwachung ist, dass der Staat den Bürgern nicht traut. Und weil der Staat die Bürger kontrollieren will. Weil Kontrolle ist Macht. Und es ist nämlich so, wenn es nämlich mal zu richtigen Protesten kommt, also nehmen wir an, das hier wird richtig größer, zum Beispiel. Also nehmen wir an, dass hier auf einmal sind hier 1.000 Leute oder Zehntausende, ist der Regierung natürlich nicht recht. Und wenn die Regierung genug überwacht, kann die Regierung nämlich auch dementsprechend Kontrolle ausüben, weil die nämlich dann auch genau wissen, wer die Rädelsführer sind durch diese Überwachung. Also die Rädelsführer von den Protesten. Und dann diese Rädelsführer rechtzeitig aus dem Weg räumen, um halt eben gar Aufstände oder vielleicht sogar Revolutionen im Keim zu verhindern, also die Proteste im Keim zu ersticken, so ähnlich wie es, ich glaube, in Bahrain war es 2011, wo genau das passiert ist, anhand von Überwachungstechnik. Unter anderem, ich glaube, auch Überwachungstechnik hier aus Deutschland. Ja. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte soweit jetzt erstmal erläutern, dass die Überwachung ein richtiges Problem ist. Jetzt ist die Frage, was wir dagegen tun können. Ich habe mir da drei Teillösungen rausgesucht, nämlich die technische Teillösung, dann die antitechnische Teillösung und die politische Teillösung. Die technische Teillösung, die ist bei mir jetzt am umfangreichsten, weil ich auch aus der technischen Ecke komme und dadurch schon viel informiert habe. Die technische Teillösung besteht daraus, die Überwachung teuer zu machen. Weil momentan ist es so, dass die sogenannten Metadaten nicht verschleiert werden. Die Kommunikation findet oftmals noch im Klartext statt. Und wir haben Hintertüren in unfreier Software. Was wir stattdessen brauchen, ist, dass wir die Metadaten verschleiern, dann auch verschlüsselt kommunizieren und freie Software verwenden. Dadurch erreichen wir nämlich, dass die Überwachung teuer wird und ab einem bestimmten Punkt ist es einfach zu teuer, die Leute massenhaft zu überwachen. Dadurch ruinieren sich die Geheimdienste selbst oder halt eben die Staaten, die den Geheimdiensten gehören, die ruinieren sich selbst. Gut, und jetzt werden wir konkret. Und zwar hinsichtlich Verschleierung. Zur Verschleierung rate ich, das Tor-Netzwerk zu verwenden, weil dadurch der Datenverkehr über mehrere Rechner umgeleitet wird, bevor er ins Internet geht, also bevor er zu einer Webseite geht zum Beispiel. Dadurch ist es nämlich nicht mehr so leicht erkennbar, von wo jetzt bestimmte Anfragen kamen, also wer jetzt welche Webseite aufruft. Das ist dann nicht mehr so leicht zu erkennbar. Das Tor-Netz, Tor, das wird genauso geschrieben wie halt eben beim Fußball das Tor, also das Tornetzwerk, das hilft gut zur Verschleierung. Es ist dann nicht mehr so einfach möglich, da die Leute zu identifizieren. Ja, zur Verschlüsselung. Bei Webseiten sollte man verschlüsselt aufrufen, anstatt HTTP,
einfach HTTPS verwenden. Das S, HTTPS ist verschlüsselt, HTTP unverschlüsselt. Und da gibt es auch eine Browser-Erweiterung namens HTTPS Everywhere. Die macht genau das. Die aktiviert die verschlüsselte Verbindung genau da, wo es funktioniert. Okay, hole ich das hier. Technisches Problem beseitigt, dann machen wir weiter. Also Webseiten verschlüsselt aufrufen mittels HTTPS Everywhere. Bei E-Mails und sonstigen Nachrichten gibt es die Möglichkeit, diese mit OpenPGP zu verschlüsseln. OpenPGP ist ein Kryptosystem, das nur mit sehr viel Aufwand knackbar ist. Es gibt auch eine einfache Anleitung, wie man OpenPGP einrichten kann. Und zwar, hier ist der Link als QR-Code und auch als Text, größer ging es leider nicht. Und zwar emailselfdefense.fsf.org/de. Da ist eine ziemlich einfache Anleitung, wie man OpenPGP einrichtet. Beim Chatten kann ich euch nur einen Tipp geben, verschlüsselt das auch. Also chattet verschlüsselt, auch wieder mit OpenPGP oder mit Off the Record oder auch OTR. Und am besten chattet ihr auch über das offene Java-Protokoll. Dann habt ihr nämlich auch eine riesen Auswahl an Servern und seid nicht von einem zentralen Dienst abhängig. Also da könnt ihr euch auch einen Java-Server auswählen, der dann auch euren Ansprüchen von Datenschutz genügt. Da gibt es auch eine Anleitung für. Die Zelle brauche ich noch. So schnell sind wir nicht. Nee, die brauche ich noch. Es waren verschiedene. Ja, diesen hier. Anzufangen, über Java zu chatten, gibt's nämlich auch eine Website, die das ganz einfach macht, nämlich einfachjava.de. Da ist das ziemlich einfach erklärt. Gut, jetzt nehmen wir an, wir verschleiern schon unsere Metadaten und kommunizieren verschlüsselt. Dann haben wir immer noch das Problem mit Hintertüren in unfreier Software. Und deswegen soll man stattdessen freie Software verwenden. Also wo der Quellcode öffentlich ist und jeder nachprüfen kann, ob Sicherheitslücken drin sind oder nicht. Und deswegen sollte man unfreie Software ersetzen. Also zum Beispiel ein prominentes Beispiel, Microsoft Office ersetzen durch Open Office oder LibreOffice. Und es gibt noch so viele Alternativen zu unfreier Software. Und gerade hinsichtlich zu Software, die für Kommunikationssachen da ist, gibt es auf der Website prism-break.org/de. Ja, hast du es da? Okay. Ja, auch wieder hier als QR-Code und als Link. Also auf der Website prism-break.org gibt es ziemlich viele Alternativen zu unfreier Software. Okay, und wenn man jetzt seine ganze unfreie Software durch freie Software ersetzt hat, dann sollte man auch das unfreie Betriebssystem, also Windows, Mac OS X, iOS oder auch manche Android-Systeme, durch ein freies Betriebssystem ersetzen. Und da empfehle ich euch einfach mal Linux, beziehungsweise die korrekte Bezeichnung ist GNU/Linux, also GNU/Linux. Da kann ich euch nur Debian GNU/Linux empfehlen. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes. Ja. Soweit dann erstmal von der technischen Seite. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber kürzer konnte ich es leider nicht machen. Jetzt kommen wir zur antitechnischen Lösung. Die antitechnische Lösung gegen diese ganze Überwachungsgeschichte ist meiner Meinung nach einfach so weit wie möglich auf digitale Kommunikation zu verzichten. Also zum Beispiel das Handy auszuschalten. Es geht auch wunderbar ohne. Gerade auch hinsichtlich Smartphones sind meiner Meinung nach eher persönliche Wanzen anstatt irgendwelche sonstigen Sachen. Weil
Gerade dadurch, dass da so viele potenzielle Hintertüren drin sind, über die man dann Fotos machen kann, GPS-Standortdaten auslesen kann oder auch Sprachaufzeichnungen unbemerkt machen kann, das sind eher Wanzen bzw. Überwachungsmaschinen anstatt irgendwas Nützliches. Und solange die nicht mit freier Software laufen, sind es auch eigentlich Wanzen. Man kann nicht sicher sein, dass keine Hintertür drin ist. Und das Handy soll man auch deswegen ausschalten, dann klappt das mit der stillen SMS zum Beispiel nicht. Ich merke an mir selber, es geht wunderbar ohne. Mein Handy ist vielleicht einmal im Monat an und dann auch nur für ein paar Minuten. Und dann der Rest regel ich über andere Kommunikationskanäle. Und gerade wenn die Leute nicht so weit weg wohnen, dann bietet sich ja auch an, statt telefonieren oder SMS oder E-Mail einfach mal persönlich bei den Leuten vorbeizukommen. Was spricht dagegen? Weil dann fällt auch einiges an Möglichkeiten weg, wie man überwacht werden kann. Dann geht das höchstens noch anhand von Überwachungskameras, wie zum Beispiel dem Turm da hinten. Ich weiß, da sind Solarzellen drauf, aber da ist auch eine Kamera drin. Man kann dann Leute nur dann identifizieren, wenn solche Überwachungskameras auch Gesichtserkennung machen. Ansonsten geht das auch nicht. Ja. Dann die politische Teillösung gegen die Überwachung besteht für Wähler darin, keine Parteien zu wählen, die Überwachungsgesetzen zugestimmt haben. Im Bundestag waren das bis jetzt die CDU, die CSU, die SPD, FDP und Grüne. Die haben Überwachungsgesetzen bis jetzt zugestimmt. Also deswegen meine Empfehlung für Wähler, diese Parteien nicht wählen. Natürlich auch gegen die Überwachung zu protestieren. Zum Beispiel ist jetzt am 30.08. in Berlin die Demonstration Freiheit statt Angst. Wenn ihr einfach im Internet nach Freiheit statt Angst sucht, dann findet ihr auch schon die Website zur Demonstration und die genauen Details. Und auf jeden Fall, was auch noch wichtig ist, um gegen die Überwachung vorzugehen, natürlich auch Leute über die Überwachung informieren, wie man sich dagegen wehren kann. Ich hoffe, ich konnte in meinem Vortrag dazu beitragen und bin dann jetzt mal mit meinem Vortrag auch am Ende. Gut. Danke. Gibt es Fragen soweit zum Vortrag? Ja? Ja, ich wollte dich direkt mal ein paar Sachen fragen, so interviewmäßig, das wäre vielleicht ganz cool. Ich habe jetzt nämlich ein paar Sachen mitbekommen, die ich zum Beispiel nicht so richtig verstanden habe. Komm, entschuldige. So. Zum Beispiel das mit dem Tor. Ja. Also du hast gesagt, das wäre ein Netzwerk im Internet. Aber kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Weil ist das wie Facebook? Kann man sich das dann so vorstellen? Oder ist das was, wo man das man benutzt und das und dann auf die Internetseiten zugreift oder wie? Ja, das Tor-Netzwerk, das ist eher, man kann es eher als Dienst sehen. Das ist so, man installiert sich die Tor-Software auf seinem Rechner. Und man kann die dann halt eben einrechnen, entweder leitet das auf seinem eigenen Rechner nur dann Daten weiter. Also es ist nicht so wie Facebook. Es ist mehr so ein Datendurchleitungsdienst. So kann man es vielleicht, das ist vielleicht das am besten passende Wort. Also man kann hingehen, wenn man sich die Tor-Software installiert, kann man die entweder so konfigurieren, dass die halt eben, die Tor-Software dann entweder die Daten rausleitet ins Internet, also so ein sogenannter Exit-Knoten, oder die Daten halt eben nur weiterleitet an anderes Ding im Tor-Netzwerk. Also quasi eine App für einen PC, so damit. Ja, man kann es so. Es ist sehr schwer zu verstehen halt. Du bist jetzt, sagen wir mal, dort drin, der Professor, ja, aber jemand wie ich. Ja. Der kann damit zum Beispiel, also man leitet jetzt die Daten raus. Ja, also wenn du jetzt einfach nur Tor benutzen willst, um deine Metadaten zu verschleiern, dann installierst du einfach nur den Tor-Client, die Tor-Software, und sagst dir einfach nur, dass du es einfach nur nutzen möchtest. So ist es voreingestellt. Und dann verbindet sich das zum Tor-Netzwerk, also zu anderen Rechnern, die auch Tor laufen haben. Wenn du dann über Tor eine Webseite ansurfst,
dann wird diese Anfrage erst über mindestens drei andere Rechner umgeleitet, bevor die Anfrage an die eigentliche Webseite rausgeht. Also ist niemals nachzuvollziehen, dass ich auf der Webseite war, sondern es könnte quasi vier Möglichkeiten geben, die auf diese Seite zugegriffen haben. Ja, es ist so, es ist nicht, also es wird, dein Verkehr wird über drei andere, wird erstmal über drei weitergeleitet, über drei andere Relays dann weitergeleitet. Über die ganze Welt. Ja, die sind schon ziemlich verteilt. Ja. Es ist hundertprozentig, es gab auch schon Fälle, wo dann die Leute identifiziert wurden konnten. Aber es gibt um es ziemlich einfach zu machen, es gibt das sogenannte Tor Browser Bundle, da ist alles mit drin, da ist der Tor-Client mit drin und auch der sogenannte Tor Browser, das ist ein modifizierter Firefox, mit dem ist es einfach nur, da ist einfach nur. Also da muss man einfach nur hingehen, man sagt Tor-Service starten, dann kann man im Browser da surfen. Also dann ist der Standort nicht mehr nachvollziehbar, von wo aus die Seite halt aufgerufen wurde. Ja, das sowieso nicht, ja. Also, aber wenn ich jetzt nicht wollte, dass jemand weiß, wer ich bei Facebook bin zum Beispiel, bringt es mir aber eigentlich nichts mehr, wenn ich das jetzt installiere, wo ich das schon auf meinem Computer monatelang so benutzt habe. Ja. Also so Sachen wie Facebook würdest du als Professor jetzt nicht empfehlen. Facebook sowieso nicht, wegen der Datenschutzproblematik. Und es ist ja auch. Also Facebook, einerseits wegen der Datenproblematik nicht und andererseits auch, wer weiß, also es ist eine amerikanische Firma, wer weiß, ob die nicht Hintertüren für die NSA eingebaut haben, dass die NSA sowieso die ganzen Sachen mal schön einfach rauslesen kann. Also und, alle Nachrichten, alles. Ja. Die Standorte von wo? Ja. Und dann gibt es noch das andere Problem, das habe ich jetzt hier in der Rede bis jetzt noch nicht angesprochen. Ein anderes Problem ist auch noch JavaScript auf Webseiten. Also mit JavaScript werden Webseiten so ein bisschen interaktiver. Aber dadurch kann man natürlich auch die echte IP-Adresse rausfinden und das dann natürlich an die Webseite übermitteln. Das ist im Zusammenhang mit Tor natürlich auch wieder so eine Sache. Also man muss schon echt aufpassen. Aber ich denke mal, für die meisten Seiten wird es erstmal schon helfen, wenn man Tor installiert. Und dann, bei so Sachen, wenn man sich jetzt zu irgendwas informieren will, halt eben. Also jetzt bei Facebook bringt es nicht viel, also bei so Seiten wie Facebook bringt es natürlich nichts, aber bei allen anderen Seiten, ja. Zum Beispiel Fahrplanauskunft bei der Bahn, das kann man ruhig mit Tor ansurfen, da weiß niemand von der Überwachung, von den Überwachern, wann man vorhat, wohin zu fahren. Das ist schon mal eine coole Idee. Ja. Und gibt es jetzt schon eine gängige Alternative zu Facebook, wo man jetzt sagen könnte, das kommt dem ungefähr gleich, dass jeder. Ich habe jetzt auch schon manche Netzwerke gefunden, aber da kommen die wenige mit zurecht. Mein Handy klingelt. Mhm. Ich bin zwar bei dem sozialen Netzwerk Diaspora, aber das ist technisch noch nicht so weit wie Facebook. Da fehlt technisch noch einiges. Also es ist technisch zwar keine Facebook-Alternative, aber die Leute da sind sehr interessant. Ja. Ansonsten gibt es halt eben noch andere soziale Netzwerke, die dezentral sind, also Diaspora ist auch dezentral, und die auch freie Software sind, also wo jeder... Wie ICQ-Client jetzt. So. Ja, ICQ ist nicht freie Software. Ja, klar, das ist ja auch eine Software auf dem PC, eine eigene. Ja, aber die ist nicht freie Software. Du weißt nicht, wie die intern funktioniert. Du kannst den Quellcode nicht angucken. Alles klar. Und dadurch weißt du nicht, ob da nicht eine Hintertür drin ist, ob die ICQ-Software auf deinem Rechner nicht vielleicht auch deine Fotos gerade durchguckt. Ja, klar, sicher. Ja. Also bei sozialen Netzwerken, es gibt einerseits Diaspora, aber das ist technisch noch nicht so weit. Dann gibt es noch, ich glaube, GNU Red gibt es noch, Friendica, das gibt es noch, es gibt noch was anderes, ich komme jetzt gerade, Twister gibt es noch. Twister ist auch was sehr Dezentrales. Das kann man sich auf seinem eigenen Rechner installieren und es arbeitet komplett ohne zentralen Server. Das heißt, es ist noch ziemlich zensurresistent. Und was würdest du jetzt für die Leute der Mahnwachen empfehlen, wo man jetzt zum Beispiel vom Facebook abspringen könnte und eine andere Plattform nutzen könnte, um jetzt zum Beispiel die Sachen hier zu planen oder was wir dann sagen, damit das halt nicht schon irgendwie dreimal gelesen wurde, was wir überhaupt vorhaben?
Also einerseits, um jetzt schnell zu kommunizieren, würde ich Java empfehlen. Also es ist eher Chatten, aber Java hat auch Chaträume. So als Gruppe zusammen miteinander chatten kann. Ja, ja, so Gruppenchat. Das geht bei Java. Das ist auch ganz einfach. Es gibt auch genügend Server schon bei Java. Das sind mittlerweile Tausende weltweit. Java, J-A-B-B-A. J-A-B-B-E-R. J-A-B-B-G-A. Nee, J-A-B-B-E-R. J-A-B-B-E-R. Ja, es gibt genügend Server. Wie gesagt, an der Webseite einfach java.de, da findet man die Anleitungen. Also da findet man ziemlich viele, findet man Anleitungen für die ganzen Java-Clients, für Windows, für macOS und für Linux. Windows und macOS sollte man zwar nicht benutzen, aber Sind halt so die gängigen, ne? Was? Ich kenne keinen, der kein Windows hat. Einer sitzt vor dir. Cool, jetzt kenn ich einen. Naja. Aber cool. Ey, dann laden wir uns das jetzt mal alle runter, sobald wir zu Hause sind. Mhm. Das wäre schon mal cool. Ja gut, bei Java gibt es mehrere Clients. Da habt ihr völlig freie Auswahl. Also es gibt, ich kann ein paar Stück aufzählen. Es gibt also Clients, die freie Software sind. Pidgin, Psi, C++, Gajim, was gibt's noch? Ja, es gibt noch ein paar. Es gibt für Android auch welche. Also du kennst dich schon sehr gut aus. Ja, ich benutze also, man könnte ja vielleicht mal bei dir irgendwie, dass man sich mal trifft und dass du dann mal vielleicht am PC erklärst, wie das geht, weil das ist ja schon sehr aufschlussreich, sag ich mal so. Ich glaube, da wären auch einige hier interessiert, dass du uns das mal direkt halt zeigst. Dann können wir ja mal vielleicht sowas noch machen, außerhalb der Bahn machen. Das wäre ganz cool. Okay. Also ich wäre interessiert dran, wenn du Lust hättest. Mir das ist ja, sind wir schon mal zwei, wer noch? Drei. Ja, uns drei könntest du das ja schon mal zeigen. Dann können wir es ja wieder weiter zeigen. Das wäre wieder cool. Mhm. Ja, cool. Für mich wäre es das dann. Okay. Fragen. Es war jetzt ziemlich viel. Ich hätte bestimmt noch 1000 Fragen jetzt schon geschrieben. Da haben wir eine weitere Frage. Vielleicht mal was zum QR-Codex sagen, wie man die selber generieren kann. Was? Zu den QR-Codes, wie man die selber generieren kann? Ich habe mit QR-Encode habe ich das gemacht. Also da gibt's das ist ein kleines Programm unter Linux. Da kannst du wirklich zum QR-Code alles Mögliche einstellen, also wie breit so ein Viereck sein soll und alles Mögliche. Kann ich nur empfehlen. Also QR-Encode heißt das einfach. Ja. Eher darauf hinaus, dass wenn ich zum Beispiel was Böses vorhabe, ich selber so einen Code generieren kann und stelle ihn dann auf irgendeiner Seite hoch und dann fotografiert ihn jemand mit seinem Handy ab und dann habe ich das Handy evakuiert. Darauf wollte ich hinaus, also dass man keine fotografieren und ablesen sollte, die man nicht kennt, also wo man nicht weiß, wo das Ganze herkommt, weil man sich selber damit sehr schaden kann. Ja, das stimmt schon. Also zumindest gegen einen, bei QR-Codes gibt es natürlich mehrere Angriffe dafür. Vollkommen richtig. Gibt auch mehrere Angriffe für. Das eine ist das Überkleben von QR-Codes. Also bei den Sachen, die ich jetzt da hatte, ist das nicht. Aber ich habe wirklich selber sichergestellt, dass der QR-Code, der auf den Sachen da, also auf den Zetteln, die ich da jetzt, also die jetzt gerade im rumgegangen sind, dass die QR-Codes wirklich nur das beinhalten, was ich auch unten, also den Link beinhalten, den ich unten runtergeschrieben habe. Auf jeden Fall Achtung, mit welchen die man nicht kennt. Ja, das natürlich schon. Aber naja, der Link steht ja drunter und dann den kann man abtippen und ja. Cool, Moritz. Ja, noch weitere Fragen? Hammer. Okay, sieht nicht so aus. Ja gut, dann bin ich fertig. Termin aus. Ja, cool. Applaus für Moritz. Ja.